Willkommen zur schnellen Installationsanleitung für das Smart Thermostat Radiator Ventil. Lass uns gemeinsam mit der Installation beginnen. Altes Ventil entfernen und Einbau vorbereiten. Batteriefachknopf drücken und Gehäuse abnehmen. Batterien einlegen. Übrigens, mit neuen Batterien haben Sie länger Freude am Gerät. Zum Schluss das Gehäuse aufsetzen. Fertig. Befestigen Sie das Produkt am Heizkörper, justieren Sie den Bildschirm und Knopfwinkel und sichern Sie das Produkt. Modusknopf drücken. Das Gerät passt sich dann automatisch ans Ventil an. Einfach kurz abwarten. Anpassung fertig, wenn die gemessene Temperatur angezeigt wird. Einrichtung fertig. Jetzt mit dem WLAN verbinden. Drücken Sie den Modusknopf mehrmals, bis der Bildschirm off anzeigt. Modusknopf gedrückt halten, bis ein Kreis auf dem Display rotiert. Jetzt ist das Gerät bereit für die WLAN-Einrichtung. App öffnen. Oben rechts tippen. Dann Gerät hinzufügen wählen. Kurz warten. Die App findet das Gerät. Dann auf Hinzufügen tippen. WLAN-Passwort eingeben und weiter. Wichtig, nur 2,4 GHz Netzwerk nutzen. Kurz warten bis zur Bestätigung. Dann Fertig tippen und die Steuerung öffnet sich. Schauen wir uns die App mal an. Hier sehen Sie die Hauptansicht der App. Wir haben die App für Sie neu gestaltet. Einfach zu bedienen, aber voller Möglichkeiten. All-in-One-Steuerung, Modus und Temperatur in einer Ansicht. Steuern Sie Ihr Raumklima ganz einfach. Intelligentes Wohnen, müheloser Komfort.